behalten. Oh well, oh well, oh well, oh well. Guten Tag, Herr Kaffeechan. Plötzlich wird's hell. Tell me more, tell me more. So. Alrighty. So, wie viel haben wir jetzt? 128. Einiges. Und richtig guten Cheese. Den wir sogar auslegen könnten. Ich glaube, den behalte ich. So ein bisschen präsentieren dürfen wir ja schon, ne? Haben wir wenigstens einen zweiten Platz gemacht. Den ersten Platz machen wir wahrscheinlich eh nicht. Aber naja. Hier entlang. Da müssen wir, glaube ich, hier runter. Und da und hier. Und wunderbar. Wenn wir jetzt so spät nach Hause kommen, dann könnte es sein, dass die Tiere alle schon in der Scheune sind. Sieht zumindest sehr danach aus. Geh mal davon aus. Und dann machen wir mal die Klappe zu. Wie sieht es hier aus? Alle am Pennen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8? Achso, das heißt, die Kuppe ist sogar voll. Hm. Okay, einmal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ein Schwein, eine Ziege, ein Schaf und 4 Kühe. Na, gut, wundervoll. Ja, dann. Oh, guck mal, Honig. Die Bienen waren auch fleißig. Nur die Blumen brauchen echt ewig. Achso, ja, 11 Tage. Na, macht Sinn. Dass die so Ewigkeiten brauchen dann. Das kommt weg. Hm. So, noch ein goldener Pilz. Bin nicht ganz sicher, ob ich die verkaufen möchte oder nicht. Dich auf jeden Fall. Und einen davon, wenn überhaupt, behalte ich. Ich glaube, Haselnuss brauchte ich für nix, oder? Bin mir nicht mehr ganz sicher. So, den einen Schieß legen wir hier mal rein. Genauso wie den einen Pilz. Wunderbar. Ach, guck mal, die Cave Carrots kann ich auch eigentlich hier rein tun. Okay. Wir haben 19 Amethysts mittlerweile. Wow. Wow, 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 wow. Irgendwas fertig? Nö. Hm. Okay, pass auf, dann ist schon spät. So. Ich sammle schon mal die Sachen, obwohl, nee, ist egal. Ich gehe jetzt erstmal pinnen. So. Erstmal ins Bett. Jo. Die Beeren gehen ab. Was? Auf jeden Fall. Vor allem, weil wir so viele bekommen. Ich glaube, wir haben auch noch mal irgendwie irgendeinen Skill, der uns mehr gibt. Jedes Mal beim Pflücken. Aufführen müssen. Ja, ich war damals bei mir auf der Schule in der Musical AG. Da haben wir das auch gespielt. Was haben wir das gespielt? Ich weiß nicht, ob ich dabei war. Oder ob das ein Jahr vor mir war. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ja. Doch, doch, doch. Bei Wild West war ich noch dabei. Stimmt. Da noch als Musiker. Richtig. Ach, Wild West. Schwachsinn. Bei West Side Story. Wild West. Oh Mann. Ja. Bei West Side. Das ist auch nicht West Side Story, ne? Ich erzähle voll den Mist gerade. Bei West Side Story war ich auch dabei, aber das ist, oder ist das West Side Story? Wie heißt denn das? Wo ist nochmal
Summer Nights heißt das Lied, ne? Wer ist denn das Musical, wo Summer Nights her ist? Mir fällt es gerade nicht ein. Weiß auf jeden Fall, wer mitspielt. Aber mir fällt gerade nicht ein, wie es heißt. Naja, egal. So, hier irgendwas gewachsen. Ich banause. Grease. Ah ja. Stimmt. Grease Lightning. Ja. Genau. Grease war's. Mit John Travolta. Ja, genau. Und da hatten wir nämlich zwei, drei Lieder rausgenommen für so eine Art... wie heißt das nochmal? So ein Pot... Nee, nicht Potpourri. Potpourri ist, wenn man das in ein Lied packt, ne? Weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir so ein Mix aus verschiedenen Musicals gemacht. Damals. Ja. Ja. So, das seid ihr. Ihr seid zufrieden. Guck mal, Toad hat zwei Herzen. Kann er jetzt mal so langsam anfangen, hier mir große Goat Milk zu geben. Verdammt! With a big large shot. Mash-up. Naja, wir hatten irgendwie so einen extra Namen dafür. Du gibst sowieso keine Milch. Wen hatte ich denn heute noch nicht von euch? Hey, die hat nix. Wellington habe ich auch. Wie viel? Achso. Einer von euch hat keine wahrscheinlich. Okay. So, Eier habe ich auch gesammelt. Dann gehen wir mal hier die Erzeugnisse rauslegen. So. Milch und Milch und Milch. So. Und dann die Eier. Ich gucke jetzt auch nicht mehr, wie das Wetter morgen wird. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Es geht immerhin um die Liebe, da muss man sich auch überraschen lassen können. So. Finde ich. Nee, Mashup ist ja eher elektronisch, ne? Mashups machen ja die Jungs hier, die zwei Lieder nehmen und übereinander spielen lassen. Ah ja, hier. Euch brauche ich auch. Aber erstmal machen wir Ordnung hier. Warte mal, das heißt... Ich glaube, die Beeren... Also die hier... Die Cranberries, die verkaufe ich. Die auch? Ja, die auch. So, Wein brauche ich nicht mehr. Den habe ich weggebracht. Ich glaube, die Haselnuss werde ich auch nicht brauchen. Machen dir die Kopfhörer nicht nach langer Tageszeit weh? Nö. Haben sie noch nie, glaube ich. Vielleicht ganz am Anfang, als ich noch nicht dran gewöhnt habe und war und die Einstellung noch nicht auf mich abgepasst war. Aber ehrlich gesagt, ich habe mich mittlerweile so sehr dran gewöhnt. Nein. Wehtun tun die mir nie. Oak Resin brauche ich, ne? Aber Oak Resin müssten wir irgendwo hier haben. Ja. Da nämlich. So. Ich gucke jetzt einmal kurz hier. Ah ne, das Fischtank. Bulletin Board, genau. Fodder. Ach ja, Wheat. Wheat. Hey. Hey, 10 Stück. Pomgranate, da warten wir gerade noch drauf, aber das können wir eh noch nicht abschließen. Das können wir auch noch nicht abschließen, leider. Das können wir, glaube ich, abschließen, wenn wir einen Sea Urchin finden.
Dann müssen wir nämlich nur noch Aquamarin, den roten Mushroom und eben dieses Sea Urchin dahin bringen. Und dann haben wir alles. Die beiden haben wir ja schon hier im Inventar. Ne? Nee, Aquamarin noch nicht. Okay, dann nehme ich mir mal Aquamarin raus. Das nehme ich immer mal raus. So. Das zum einen. Das war hier. Hier hatten wir jetzt. Also den Trüffel. Ja, okay, das ist auch noch. Auch noch dauern. Na, okay, hey. Ouvertüre ist ein Eingangsstück. Ah, nee, doch, richtig. Nee, das hört man auch nur im Zusammenhang mit wirklich Musicals oder Theateraufführungen. Es fällt mir wirklich gerade auch selber nicht ein. Deswegen ist auch egal. Leon, vielen Dank für dein Follow und hi. Willkommen. Hallo, hey, ach hey. Ups. Ach, heute ist Mittwoch. Okay, ist auch egal. Da wollte ich gar nicht rein. Ich wollte Abigail schon wieder Haley nennen. Verdammt. Hoffentlich passiert mir das nie, wenn wir erstmal verheiratet sind. So, dann einmal hier hin. Natürlich brauche ich 10. Oh, Trottel. Verdammt. So, schon mal das hier hin tun. Und was fehlt noch? Das Aquamarin. Aber. Hatten wir noch irgendwas, was wir hier hinbringen wollten? Ja. Oak Resin. Das war, glaube ich, Field Research, oder? Nee. Das war's. Okay. Jetzt muss ich noch üben vor der Hochzeit. Ja. Den Namen. Ich muss seinen Namen noch lernen, bevor wir heiraten. Dann denkst du, ich habe eine Affäre. Ja, vor allem mit der Dorfmatratze. Weißt du? Jeden Namen. Also, selbst Robin könnte ich sagen und würde mir das nicht übel nehmen, aber. Gerade Haley. Kann ja nicht einfach gerade den Namen. Also nee, das darf mir nicht passieren. Okay, ich hole noch ein bisschen Hay. What's going on? Und dann gibt es Ort im. Ja, genau. Ort im Krieg, wollte ich sagen. Krieg im Ort. Ja, eben. Das wollen wir ja nicht. Ach so, hey. Kann ich natürlich jetzt nicht holen. Nein. Ah, doch, kann ich. Offensichtlich kann ich es doch. Besser. Alles klar. Dann gucken wir mal bei Mani vorbei. Naja, wenn das ginge, ich glaube, so allumfassend ist dieses Spiel dann auch wieder nicht. Glaube ich. So. Heute mal am Arbeiten, ja? Ich wollte Shears kaufen. Dankeschön. Tschüss. Unser Schaf ist nämlich bald ausgewachsen. So, und dann gehen wir mal zum Strand. Gucken, ob wir da ein Sea Urchin finden. It's urgent. Hallo Sanasheen. Ich bin im zweiten Jahr. Herbst, zweites Jahr. Ich sollte vielleicht anfangen zu behaupten, ich bin im ersten. Jedes Mal, wenn die Frage kommt.
Einfach nur wegen den Reaktionen. Aber nein, ich bin im zweiten. So. Wollte ich zu dir? Nee, ne? Du wüsstest jetzt zumindest nicht, was ich bei dir sollte. Du verkaufst ja eh nichts Interessantes. Nee, nee, ich wollte zum Strand. Stimmt. Am Ziel vorbeigeschossen. Naja, ich würde mal sagen... Oh, hä? Ich bin vom Pferd gesprungen aufs Pferd. Das schafft nicht jeder. Nö. Hä? Wie habe ich das denn hingekriegt? Ey, nein, jetzt diesmal wollte ich nicht aufs Pferd springen, ich wollte das hier einsammeln. Mann. Gibt's eigentlich auch ein Muschelset beim Fischtank? Speciality. Ach, guck mal. Haben wir nicht einen von denen gefunden? Also gekauft? Oh. Woodskips hatten wir auch gefunden. Aber ich weiß, wo es Woodskips gibt, apropos. Stimmt. Ocean Lake Crab Pot. Ja, tatsächlich. Cockle, Mussel, Oyster, Clam. Crab, Crayfish, Lobster, Shrimp und Snail. Ja, guck mal. Können wir die auch wegbringen? Potpourri. Ja genau, das hatte ich ja vorhin auch gesagt, aber das ist auch ein Potpourri ist quasi das europäische Wort mehr... Europäisch? Toll, jetzt gibt es hier keine Sea Urchins oder was? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Für Medley. Und Quodlibet, wenn es gemeinsam gespielt wird. Aber das ist halt in einem Lied. Bei Potpourri. Potpourri ist ein Medley. Medley ist halt die Rockversion vom Potpourri. Potpourri ist ja eigentlich eine Schüssel mit, ne? Verschiedenem Zeug drin. Warum gibt es denn jetzt hier kein Sea Urchin? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt habe ich hier nur Korallen. Mist. Ich wollte das heute abschließen. Naja, gut. Wenn kein Regen kommt, dann cheate doch einfach. Was? Warum soll ich denn cheaten? Wer macht denn sowas? Bin ich 12 oder was? Ich cheate doch nicht. Meinst du das jetzt ernst, Eisengolem? Oder war das jetzt einfach ein Minecraft-Witz? Kann auch sein, dass du das als Minecraft-Witz meinst. Ich hoffe für dich, dass du das nicht ernst meinst jetzt hier. Achso, das dritte Silo. Ja, stimmt, das sollten wir auch noch machen. Richtig. So, das da rein. Tja, Äpfel und Wheat brauchen wir noch. Haben wir leider nicht. War nur Spaß. Okay. Man weiß ja nie, wer hier mit was für Vorschlägen kommt, deswegen. Hatten wir noch irgendwas hierfür? Ah ja, klar. Wollte ich. Habe ich aber nicht gefunden, leider. Na gut. Dann halt hier. Das war das hier, ne? Das heißt, eine Muschel. Und ein Oyster. Und eine Clam. Da rein. Und jetzt brauchen wir nur noch zwei. Ein Cockle könnten wir finden. Vielleicht ein Periwinkle oder so, keine Ahnung. Wenn wir Glück haben, müssen wir ein paar Mal häufiger gucken. Ist das noch irgendwas, was ich hier wegbringen wollte? Ich glaube nicht, ne? Erstmal. Sonst sind das ja auch alles Nightfishing, Lakefish. Alles, was man durchs Fischen bekommt. Speciality. Achso, das ist Speciality aus dem... aus der Wüste, offenbar. Gut, jetzt hat sie, glaube ich, eh schon zu. So, noch 3 Tage bis zu ihrem Geburtstag. Uiuiui.
Da sind auch Beeren, aber ich glaube, ich lasse sie diesmal. Einfach mal Beeren sein. Das, das und das und das und das. Wunderbar. Ah ja. Hätte ich mal lieber die Klemm verkauft und nicht die goldene. Ach, andersrum. Mal lieber die goldene verkauft und die andere in der Quest abgegeben. So. Und dann noch das Ei. In die Maschine. Wundervoll. So. Haben wir's? Ich glaube, ne? Du müsstest dann irgendwie auch hier hin. Ich werde dich bald brauchen, sobald das Schaf ausgewachsen ist. Ja, jetzt will er dieses Huhn wieder nicht nach Hause, oder was? Doch. Okay. Klappe zu, gucken, ob alle drin sind. Zwei Enten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hühner. Da sind alle drin. Hey, Wody! Einen wunderschönen guten Tag. Und hier sind es 1, 2, 3, 4 Hühner. Ach, hier, Kühe. Und drei andere Tiere. Wolowitz versucht zu schlafen, okay. Hoffentlich wird er morgen groß. Oh. Eine Flasche Weinchen vielleicht noch. Schön am Abend mal ein bisschen was über Durst trinken. Kann man ja auch mal machen. Nach einem geschafften Tag. Maple Bars, dankeschön. Und mit einem Schwips gehen wir mal schlafen. Märzkinder sind die besten. Schützenfestkinder. Ich war noch nie auf einem Schützenfest. Aber ich komme auch nicht aus dem Sauland. Von daher. GG, Herr Doktor. GG. Falls Lali mich fragt, ich weiß von nichts. Einfach mal so random Dorfmatratze bei einer weiblichen Streamerin in den Chat schreiben. Da muss ich doch erstmal einen rohen Mais essen. Mann. Du Sally, ich weiß auch nicht, was das sollte. Ich weiß nicht, wo er das hatte. Wie, das, bei mir? Nee. Warum soll er das bei mir aufgeschnappt haben? Was hat denn das mit mir zu tun? La la la. Kann passieren. Ach, guck mal, unsere Pumpkins sind fertig. Was pflanze ich denn hier jetzt ein? Heute ist der richtige Erntetag, ey. So. Guck mal. Spielt sie dieses 2D-Souls gerade eigentlich? Das würde ich auch gerne zocken, aber nö. Muss ja wieder einen Monat warten, ne, bis so ein PC rauskommt. Sony hat da mal wieder mit dem Geldbeutel gewunken. Und deswegen müssen alle anderen Leute
erstmal einen Monat warten. Nö, ihr dürft erstmal nicht unser Spiel spielen. Wie hat Total Biscuit letztens die PlayStation genannt? Die Peasant Box. Da muss ich lachen, das war witzig. Dankeschön für eure Eier. So. Und dann, bevor ich euch rauslasse, melke ich euch. Ach, Toad. Was macht ihr denn? Ja, das spielt sie gerade. Okay, sehr gut. Ach. Wie kann ich dich... Wolle! Juhu! Okay, Wild Blinken habe ich schon gemolken, ne? Jawohl. Cool. Dann hätten wir das. Muss ich nur noch Trüffel finden. Hm. Was der Zug, der ab und zu vorbeifährt, bringt? Der wirft ein paar Sachen ab, aber ich fand das jetzt nicht so spannend. Ich habe da ein bisschen Kohle bekommen, als mal so ein Kohlezug vorbeifuhr. Dann ist ein bisschen Kohle abgefallen, die konnte ich dann einsammeln. Das freut mich, Cheese Batman. Okay. Nee, nicht Fischtank. Wir brauchten Wolle für hier, ne? Ja, genau für hier. Nice. Oh, warte. Aber trotzdem sollten wir die Arbeit nicht vergessen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Lecker Entenmayonnaise. So. Sonst was? Nö, ne? Alles klar. Dann verkaufen wir mal hier alles. Zumindest das und das. Aus den 14 machen wir Tortillas. Pumpkins. Ja, das lassen wir mal zwei über. Kommt bestimmt wieder eine Quest, für die wir Pumpkins brauchen werden. Hier ist es voll. Hier ist noch Platz. Sehr schön. Da rein. Achso, die Mayo verkaufen. Professor Hubertus Kohle. Hä? Und was war daran lustig? Verstehe ich nicht. Der Witz ist mir ein Rätsel. Oh, die rühren sich hier gerade gar nicht. Sehe ich gerade. Was ist hier los? Macht Wein, bitte. Ach, und ich hatte noch diesen einen Hopfen hier drin, ne? Ja. Daraus machen wir mal Bier. Bier! Gib mir Bier! Rein da. So. War's das? Ich glaube. Ja, okay, auf die muss ich eh warten. Okay, cool. Dann würde ich sagen, bringen wir die Wolle weg und dann... Ah! Dann haben wir unser Gewächshaus endlich fertig. Perfekt. Und in zwei Tagen hat Haley... Ach, schon wieder. Oh Gott, gut, dass es nur eine virtuelle Frau ist. Hat Abigail Geburtstag. Die ich gerne heiraten würde. Deren Namen ich noch nicht mal auswendig weiß.
Komm mit, Ferdi. Ferdinand.